und herzlich willkommen zu einem neuen Test von mir. Wie am Freitag schon versprochen, gibt es heute den Test vom Roten Korsaufen Fire Event. Das ist ja genauso wie die Cobra eine Neuheit 2014-2015. In der ganzen Packung haben wir eine Gesamt-NEM von 30 Gramm. Das kommt dann auf den Böller gerechnet, 20 Stück sind in der Packung, kommt es dann auf 1,5 Gramm. Der Böller an sich ist schön verarbeitet, wie die Cobra selber auch. Unten das Papier eingedrückt. Drücken lässt sie sich wieder mal überhaupt nicht. Genauso wie die Cobra, also ist steinhart an jeder Stelle, kann man überhaupt nichts machen. Bin auf den Test gespannt. Der wird jetzt genauso getestet gegen den Booster 2 wie die Cobra, weil das einfach ein guter Referenzböller ist, da der in den letzten Jahren einfach einer der besten war. Und ja, dann bin ich mal gespannt und wünsche euch viel Spaß. Schon geil. Verpufft aber. Ja, riecht ordentlich. Ja, schon. So, auch hier wieder ein kurzes Fazit zum Böller. Der Böller ist vom Knall richtig gut. Wie ihr hören konntet, oder hoffentlich hören konntet, ist der ganz, ganz wenig besser als der Big Booster 2, meiner Meinung nach. Und daher gibt es eine klare Kaufempfehlung. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her natürlich besser als die King Cobra. Man bekommt hier für 6,20 Euro Stück mit einem ordentlichen Knall. Im Gegensatz zu dem King Cobra, wo man dann 5 Stück für, ich glaube, fast 9 Euro bekommt. Daher würde ich mir da von denen eher mehr kaufen, als zur Cobra zu greifen. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Schauen meiner anderen Videos. Was als nächstes kommt, werde ich diesmal nicht verraten. Lasst euch einfach überraschen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.